Wenn es schon unmöglich ist zu verstehen, so ist doch das Wissen notwendig. Denn das Bewusstsein kann wieder verführt und verdunkelt werden, auch das unsere. Mit diesem Zitat des italienischen Schriftstellers Primo Levi machte Landeshauptmann Arno Kompatscher online auf den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus aufmerksam. Der Landeshauptmann selbst war in Rom, in Südtirol-Städten wurde an verschiedenen Orten an den Opfern gedacht. Wir erleben sicher schwierige Zeiten und wir müssen uns auch an die Vergangenheit erinnern, was passiert ist, damit es nie wieder passieren wird. Die Shoah und der Zweite Weltkrieg gehören sicher zu den schwierigsten und größten Tragödien der Geschichte der Menschheit und wir müssen die Erinnerung bewahren. Dass Demokratie, Menschenrechte und Würde aktuell in Europa und der Welt nicht gerade Hochkonjunktur haben, unterstreicht die Bedeutung von solchen Gedenktagen. Diesen Tag braucht es, um nicht zu vergessen. Wenn man sich entscheiden muss zwischen richtig und bequem, wird oft der einfache Weg gewählt. Und eben dieser Tag erinnert uns daran, was passiert, wenn falsche Entscheidungen getroffen werden. Das Risiko ist heute aktueller denn je, wie wir gerade sehen. Der heutige Gedenktag ist der Jahrestag, bezogen auf den 27. Jänner 1945. Den Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau und der beiden anderen Konzentrationslager Auschwitz durch die Rote Armee im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs. In Bozen fanden Kranzniederlegungen statt, an der Mauer des Bozener Lagers in der Reschenstraße und am jüdischen Friedhof in Oberau. In Meran wurde die Gedenkfeier auf dem Gelände der ehemaligen Posin-Kaserne abgehalten und in Brixen wurde auf dem Geschwister-Scholl-Platz unter anderem Texte von Primo Levi verlesen. Deswegen müssen wir als Gesellschaft alle natürlich haben eine eigene Verantwortung, die Politik, aber auch die Vereine und auch die Bürger und Bürgerinnen auch achten, damit auch diese Gruppierungen nicht provozieren können. Ein Gedenktag, der vor allem auch jungen Leuten eine Warnung sein soll. Am 4. Februar startet dann die Reise der Erinnerung. Jugendliche aus Südtirol, dem Trentino und heuer auch aus Nordtirol fahren mit dem Zug nach Auschwitz-Birkenau.